Ja, die schafft er gut. So, wo sind unsere Schafe unterwegs? Da ist Geld unterwegs. Ja, meine Schäfchen, die sehe ich gerade leider nicht. Wir danken euch für die Besen, die ihr uns geschickt habt. Nun können wir unser Kloster sauber halten. Nehmt zum Dank diese Wagenladung Käse für eure Siedler. So, die Schafe haben wir errichtet. Alles klar. Schon unterwegs. Ach ja, ich muss ja auch noch mein Eisen upgraden. Noch ein Fremder, der sich in die hiesige Politik einmischt. Nun, je mehr, desto besser. Gut, dass ihr hier seid. Unsere Schafsfarm wurde errichtet. Toll, dass es der Katze entkommt. Benötigt eine Schafsweide, die den Schafen als Futterplatz und Tränke dient. Klickt auf eine Schafsfarm, wählt die Schaltfläche Schafsweide aus und platziert eine solche nahe der Farm. Unsere Schafe finden die Weiden von alleine. Der Schafshirte kümmert sich darum, dass ihr Wassertrog stets gut gefüllt ist, und er schert die Schafe, um Wolle zu erhalten. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Ja, die sollten hoffentlich ankommen. Wisst nur gern, wo sie sind. Da, da. Guckt ihr, da kommen unsere Schäfchen. Das heißt, wir können uns es jetzt auch leisten, einen Weber zu errichten. Machen wir mal den Kleidungsdistrikt hier oben. Also ja, Nahrung dürfte so kein Problem mehr sein. Wir müssen jetzt nur im Sommer gucken, dass wir mit den Kornfeldern genug Vorräte anlegen. Errichten wir hier auch noch ein Kornfeld. Dann haben wir eins über. Oh, da wollen wieder welche was von mir. Verstanden. Ich sollte mal gucken, dass ich die wieder rauslocke in ihr Territorium. Vielleicht. Wie ihr wünscht. Also ja, hier komme ich nirgendwo weiter. Jawohl. Ja, und grün ist halt der Baron von Radalfing. Und die Räuber hier sehen halt aus wie Räuber, werden von einer Frau namens Kestral angeführt, die auch eine Ritterin zu sein scheint. Alles klar. So, dann locken wir euch mal wieder in euer Territorium. Hä, das wollt ihr nicht, oder was? Ein Karren ist angekommen. Er bringt Güter von weit her. Alles klar. Ja, das ist sehr schön. Auf euren Befehl. Oh nein, die wollen. Die wollen nicht mehr in ihr Territorium zurück. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. So, an dem Karren. Verstanden. Das würde ich übrigens nämlich auch eine nette Sache. Wenn man Karren mit nicht Ressourcengütern kauft, dann stellen die sich auf den Marktplatz und verteilen dort ihre Güter. So, bei euch stinkt es ziemlich stark. Oh, uns ist irgendwo ein Schäfchen verloren gegangen. Vielleicht haben wir Glück und es kommt noch irgendwann an. Ja, da kommt es. Also ja, grundsätzlich reichen zwei Weiden pro Schaffarm. Also 10 Schafe, weil es können ja eh nicht mehr als 9 gleichzeitig drin sein. Ich wüsste auch gerade nicht, wo ich noch eine Weide hinpacken könnte, ohne den Jäger in Bedrängnis zu bringen. Also ja, hier oben könnte ich noch eine hinpacken.
Es ist aber erstmal wichtiger, die hier auszubauen. Und ja, hier wird nach Wolle geschrien. Gucken wir uns mal die Übersicht so an. Die wird ausgebaut. Ja, Milch produzieren wir halt noch keine. Hier ist alles ausgebaut. Du wirst ausgebaut. Ihr seid ausgebaut. Also im Augenblick gehen sie gerade auf den Käse los. Naja, aber das will ich wieder mal schließen. Ich könnte theoretisch meine Burg noch einmal ausbauen. Ich könnte eigentlich alles noch einmal ausbauen, wenn ich es wüsste. Aber was ich jetzt eher erstmal machen möchte, ist eine Schwert... Nee, nicht die Kasernen. Auch die Schmiede. Schwertschmiede und Bogenmacher. Jäger und Fischer, da kommen meine Zöllner. Auf euren Befehl! Da fährt der Händler zurück, der den Käse gebracht hatte. Ja, Kühe. Hätten wir für Kühe, kriegen wir dann auch noch hier bei denen eine Quest. So, die beiden mal ausbauen und dann warten, bis ein paar Waffen reinkommen. Ich habe nie ganz verstanden, was es bringen soll, die Kasernen auszubauen, außer dass es mehr Leute gibt, die halt Waffen und so holen. Also ja, es geht ein bisschen schneller, neue Rekruten zu machen. Also neue Soldaten zu rekrutieren. So, jetzt hoffen wir mal, dass bald mal Wolle eintrifft. Da trifft neues Eisen ein übrigens. Also ja, eigentlich sollten wir den Sektor auch einnehmen und uns hier noch Eisen holen. Und mal ein Fest geben. So, da kommen die Frauen aus dem Lagerhaus gestürmt. Und angeln sich ein paar Männer. Na, ich hatte auf mehr als nur 8 Frauen gehofft. Unsere Feinde befehligen mehr Truppen als wir. Es geht mir gut. Richtig gut. Wir haben einen wahrhaft edlen Herrscher. Ja, wenn ich ranzoome und mir die Leute anhöre. Es treiben sich Banditen herum. Seid auf der Hut. Ja gut, die Banditen sind diesmal zum Glück nicht so ernst zu nehmen. Ja, meine Ressourcen sehen recht gut aus. Das heißt, eigentlich könnten wir uns auch noch mal einen Metzger leisten. Oh, jetzt können wir auch Kuhfarmen errichten. Sollten wir vielleicht eine hier oben errichten?
So, dafür brauchen wir allerdings noch Kühe. So, meine Schmieden sind fertig. Es kommt hoffentlich bald mal eine ordentliche Portion Eisen rein. Na, einer scheint unterwegs zu sein. Ja, da ist er. Das Lagerhaus ist voll. Ja, wir könnten an unseren grünen Nachbarn ein bisschen was verkaufen. Oder einfach das Lagerhaus erweitern. Erweitern wir erstmal das Lagerhaus. So, hier kaufen wir 2 Kuhherden. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Jawohl! Und man sieht, durch den Ausbau des Lagerhauses wurde auch der Marktplatz ausgebaut. Und ja, den Milchbauern haben wir jetzt schon Kühe gekauft. Wie sieht es jetzt mit unserer Wolle aus? Ja, Wolle kommt ein bisschen rein, auf jeden Fall, um unseren einen Weber zu versorgen. Das heißt, um Kleidung brauchen wir uns jetzt auch gerade keine Gedanken machen. Wir könnten ein bisschen Holz verkaufen und ein paar Tierkörper. Kaufen wir erstmal Tierkörper an. Nee. Monster. Ein Karren wurde ausgesandt. Gut. Da kommen unsere Kühe für unseren Bauern. Das heißt, wir können dann auch Käse produzieren und damit die letzte Art von Nahrung. Und produzieren damit bis auf Heilkräuter und Honig alles. Heilkräuter würde es sogar auf der Map schon geben. So, unsere Schmieden sind voll. Das heißt, wir können uns jetzt einen Bogen machen. Eine Bogenschützenkaserne und eine Schwertkämpferkaserne gönnen. Und ja, unser Marktplatz sieht jetzt schon ziemlich schick aus mit dem großen Brunnen. Wir können auch mal zur Messe. Wäre auch keine schlechte Idee. Der Holzfäller liefert 4 Holz. Okay, die ersten Kühe sind da. Die anderen Kühe kommen jetzt auch. Sind wieder nur 4. Eine hinkt mal wieder hinterher. Hä? Ja, da ist sie. Irgendwie verliert immer ein Tier den Anschluss. So, die Leute haben zu tun. Also unsere Schmieden. Unsere Waffenmacher. Lustigerweise stellt der Bogenmacher auch aus Eisen seine Sachen her. Und ja, das Eisen, was wir reinkriegen, das reicht vollkommen.